Am Donnerstag hatte Wittenberg mal wieder einen prominenten Gast zu Besuch. Der Handballtrainer Rainer Osmann ließ sich die Einladung durch Werner Ross, einem Wittenberger Sport- und Eventmoderator, nicht nehmen und kam in die Stadt zurück, die er früher fast regelmäßig besucht hatte. Osmann, der zuletzt die deutsche Frauennationalmannschaft trainierte, spielte als Aktiver bei der BSG Motor Eisenach in der DDR-Oberliga. Diese Mannschaft lieferte sich regelmäßig mit der SV Grün-Weiß-Wittenberg-Piesteritz, früher BSG Chemie-Piesteritz, heiße Duelle. Vorneweg vielleicht viele brisante Duelle aus der ersten Liga in der DDR damals, die wir hier auch in Wittenberg gegen Chemie Piesteritz seinerzeit ausgetragen haben. Ich hoffe, ich sehe heute Abend viele bekannte Gesichter. Dann kam die Wendezeit, es war ein komplettes Umdenken auch für mich nötig, ganz anders mich zu orientieren. Dann kam mit Eisenach und ich damals als Trainer der Aufstieg in die erste Bundesliga, später die Nationalmannschaft in Österreich und natürlich als besonderes Highlight, dass man noch eine deutsche Damen-Nationalmannschaft betreuen kann, das sehe ich schon als besondere Ehre an. Na, ich denke, da gab es mal eine kleine Zuschauer-Auseinandersetzung mit unserem Torsteher, der Helge Brettschneider. Da ist, glaube ich, von der Tribüne irgendwas runtergeworfen oder runtergespuckt worden. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall gab es einen riesen Tumult, weil Spielunterbrechung war. Und das waren eigentlich immer heiße Situationen. Viele Handballfans kennen Osmann aber sicherlich als Trainer des österreichischen Herren-Nationalteams. Dieses trainierte er von 2001 bis 2008. Damals kam er von der HG Erlangen und fand in Österreich eine Art Entwicklungsland im Handball wieder. Eine Wende musste so schnell wie möglich her. Diese schaffte er mit Spielern wie Konrad Wilczynski von den Füchsen Berlin oder Robert Weber vom SC Magdeburg. Auch wenn er die Hauptrunden der Turniere damals verpasste, so konnte er den Grundstein dafür legen, was die Mannschaft heutzutage leistet. Osmann, der sich danach zum Frauenhandball begab, hält viel von der deutschen Sportjugend. Er ist froh, dass Vereine in den verschiedensten Sportarten sich die Mühe machen, Jugendzentren aufzubauen, um den Nachwuchs zu fördern. Dies sieht man besonders in den Sportarten Handball und Fußball. Osmann, der sein Leben dem Handball verschrieben hatte, wird demnächst einen Schritt kürzer treten. Schließlich wird er dieses Jahr 61 und zu Hause wartet jede Menge Arbeit auf ihn. Ich bin leider im Januar, Februar, März relativ stark krank gewesen, muss ich sagen. Ich hatte da große gesundheitliche Probleme und bin dem Anraten meines Kardiologen gefolgt, aus diesem Job erstmal auszusteigen und denke auch, überhaupt nicht nach, in irgendeiner Form als Trainer tätig zu sein. Ich könnte mir vorstellen, in beratender Form, aber wir schauen mal. Ich lasse mich da nicht momentan unter Druck setzen, sondern eher treiben, weil ich habe Zeit und versuche mit persönlichen sportlichen Aktivitäten mich jetzt wieder in so eine Verfassung zu bringen, dass es mir gut geht und dann schauen wir weiter. Bin unter anderem vor wenigen Wochen durch Wittenberg mit dem Fahrrad gefahren. Traumsache auf dem Elbeweg. Rainer Osmann ließ es sich aber nicht nehmen, die Jugend ein paar kleine Ratschläge zu geben. Am Donnerstagnachmittag kam er mit den Jugendlichen zusammen, um gemeinsam in der Mehrzweckhalle in Kribo zu trainieren.